Es gibt einen neuen Evil Dead. Oh, da seid ihr ja. Hallo. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt und ich bin zwar ein bisschen spät zu dieser Party, aber ich habe mir Evil Dead Rise jetzt tatsächlich angesehen und möchte mit euch mal drüber reden. Ich fange wie üblich an, erstmal die Handlung zu beschreiben und danach ein wenig was einzuordnen für mich, zu einem Fazit dann zu kommen und euch dann noch ein weiteres schönes Video von mir zu wünschen, was ihr euch dann auf meinem Kanal anschauen könnt. Wenn ihr noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne, beziehungsweise gebt mir einen Daumen nach oben oder kommentiert irgendwas Nettes für den Algorithmus, ich würde mich freuen. Meine Kostüme stelle ich auf dem Kanal auch vor. Wen also auch das interessiert, ich werde jetzt demnächst ein Video zu meinem Ash-Kostüm machen. Ich habe das aus der Serie und das hier ist so noch im Entstehen, wird mal aus dem zweiten Teil. Los geht's aber jetzt mit der Zusammenfassung des Films. Beginnen wir mal. Gut, dass ich die Handlung hier aufgeschrieben habe. So. Die drei Freunde, Ash... Ne, Moment mal, das ist das... Ach so, das ist das falsche Necronomicon. Blöd. Ich hab's gleich. So, das ist jetzt ein anderes, das ist das Richtige. Und, oh, ist alles so klein geschrieben. Nicht laut vorlesen. Ja, das sehe ich auch ohne Brille. Ach, solange ich nichts rückwärts mache oder mit einer Schallplatte komme, die ich dann selber drehen muss, obwohl ich keinen Strom habe und dann geht's oder auch nicht. Ist ja alles okay. Also, wir kriegen das hin. Ich schaffe das. Evil Dead Rise. Ein Film von Lee Cronin aus dem Jahr 2023. Na komm. So. Hauptsächlich in Australien gedreht worden, FSK ist 18, 97 Minuten lang, vermutlicher Evil Dead Spaß, aber dazu sage ich nachher was. Die Seiten kleben aber ein bisschen, naja. Es gibt eine Szene am See, mit der fängt das Ganze an. Drei Freunde, nämlich Theresa, Jessica und Caleb, verbringen am See ihr Wochenende. Und Caleb ist so ein üblicher Assi, der halt seine Freundin da halt ein wenig mit... Was ist das? Ah, Valium ruhig gestellt hat, weil die gesagt hat, ja, ihr geht's nicht gut. Was man halt so macht, nicht wahr? Und die andere sitzt jetzt halt draußen, Theresa ist es, und fragt halt, ja, geh doch mal nachher gucken, der geht's doch nicht so gut. Ah, ich gehe selber, alles klar. So, er spielt mit seiner Drohne rum, man muss nämlich jetzt in neueren Filmen, auch bei Halloween Kills, immer mit Drohnen rumspielen. Ich weiß nicht, was hat Hollywood mit Drohnen, dass die jetzt da... Hat da nichts mit der Handlung zu tun. Und dann da drin... setzt sich Theresa hin und fängt an, mit ihr zu reden. Und redet so auf sie ein und was sie alles machen will. Oh, wenn du jetzt nicht wach wirst, dann... Sie hat vorher erfahren, dass die Valium bekommen hat. Wie dumm muss man sein? Ja gut. Sie kriegt die Quittung, denn die nicht mehr so ganz schlafende... Wie ist sie? Jessica? Ist jetzt asozial, kriegt eine andere Stimme, macht hier hart auf Dämonen und skalpiert mal kurzerhand Theresa. Ja, die sieht dann aus wie eine Zenobitin aus Hellraiser, nur in erschrocken. Und dann geht sie damit nochmal auf den Caleb los. Dann schnetzelt sie halt die beiden schlussendlich weg, weil sie nämlich auch noch fröhlich in den See abtaucht. Der dumme Caleb springt halt noch hinterher, wird dann von ihr da unten schön frisch gemacht und sie steigt empor, während dann im Hintergrund Evil Dead Rise zu lesen ist. Steht hier alles. Ich lese hier nur aus dem Necronomicon vor. Und dann steht da plötzlich ein Tag vorher, also ein Tag zuvor. Aha, okay. Jetzt sehen wir die Gitarrentechnikerin Beth. Die sitzt auf dem Klo in irgendeinem schmierigen Club, wo vorne einer wahrscheinlich ihr Macker gegen die Tür hämmert, ey, kommst du jetzt hier auftritt und so, und sie uriniert erstmal fett auf einen Schwangerschaftstest. Der ist wohl nicht zu ihrem Wohlgefallen ausgefallen. Hätte ich anders formulieren sollen. Steht hier so, habe ich mir nicht ausgedacht. Ich schreibe ja keine Skripte. Ja. Und deswegen möchte sie zu ihrer Schwester, um da Hilfe zu suchen. Ihre Schwester ist jetzt mit ihren Kindern. Schwester ist übrigens Ellie. Ellie wohnt in Los Angeles mit ihren Kindern in einem runtergekommenen früheren also Apartmenthaus, das vorher noch eine Bank war. Die Bank musste schließen, weil es da mal irgend so einen nicht so schönen Zwischenfall gegeben hat mit einem der Mitarbeiter, der da so halb durchdrehte. Und jetzt muss in einigen Wochen, Monaten halt auch das ganze Apartment geräumt werden. Es ist schon weitestgehend leer. Es wohnen aber immer noch irgendwelche Leute da drin, die halt sozial vom Status nicht ganz so hoch angesiedelt sind. Das Gebäude wirkt jetzt noch nicht so runtergekommen, dass ich mich immer frage, wie kann man auf einer gefühlten 200 Quadratmeter Wohnung in den USA jetzt mit einem nicht so, also sie ist jetzt keine Aktienbörsenmaklerin oder sowas, sondern sie ist vermutlich Tätowiererin, weil sie da ganz viel dazu rum hat. Ihr noch nicht 18-jähriger Sohn
Der ist zufällig DJ. Das ist übrigens wichtig, dass es solche Zufälle gibt. Und der findet jetzt, nachdem er Pizza holen geschickt wird, mit seinen zwei Geschwistern ein, ja, bei meinem Erdbeben, ja, kommt dann halt irgendwie ein Loch plötzlich auf und sie finden dann halt irgendwie in diesen Banksachen ein paar Unterlagen, auch ein Buch. Sieht nicht so aus wie das hier, hat nämlich so Zähne mit dran und ist geschlossen. Erinnert mich ein bisschen an Dungeons and Dragons oder Harry Potter, man weiß es nicht. Und dann bringen sie das Buch natürlich erstmal mit. Beth versucht jetzt Ellie zu erklären, was hier Phase ist. Ellie erklärt aber dann Beth, wie es bei ihr aussieht. Und während dieser ganzen Geschichte fängt der Danny bei sich im Zimmer einfach mal an, DJ asozial zu spielen, rauszuhören, dass das Buch, was er nicht so richtig aufkriegt, weil die Zähne es ja auch verschlossen halten, hat er sich natürlich erstmal dran geschnitten. Das passiert immer. Ich schneide mich auch an Zähnen. Und dann blutet das Buch voll. Buch hat jetzt ein Blutopfer bekommen, freut sich Assi drüber, während er jetzt hier irgendwie mal schön vorwärts abspielt, weil irgendwie der Strom auch sonst nicht reicht in der normalen Geschwindigkeit, um zu hören, dass da jetzt ein Priester halt beschlossen hat: Oh, ich mache jetzt Dämonenforschung, ich habe drei Homies dabei, weil die restliche Kirche findet das doof. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt mal privat. Übrigens, die Worte, die jetzt kommen, und jetzt möchte er es abschalten, nach dem ersten Wort schon, aber geht nicht. Jetzt ist der Schallplattenspieler nämlich auch assi geworden und verhindert es. Das heißt, es muss jetzt alles abgespielt werden. Danny kann es nicht ausschalten und das böse Trademark ist jetzt unterwegs und sucht sich ein Opfer. Mittlerweile ist die Ellie, die musste auch mal kurz irgendwie runter, weil sie nämlich versucht hat, die Kinder zu finden und jetzt aber doch nicht, na, ist im Aufzug. Sie fährt hoch. Das böse Trademark, wir sehen es wie üblich nur aus seiner eigenen Perspektive, wie es Ellie sieht und auf sie zurauscht, macht jetzt halt die Baumvergewaltigung aus Tanz der Teufel nur im Aufzug mit Kabeln und ohne Vergewaltigung, aber mit Strangulation und somit tot. Dann fährt's in sie rein, weil ist so. Und jetzt kommt die dann sehr verstört aus dem Aufzug. Die Schwester Beth ist ja noch da, die jetzt mit den drei Kindern halt dasteht. Und hier Dämonen-DJ hat jetzt auch noch nicht so richtig erklärt, was Phase ist. Und jetzt kommt die ziemlich zombie-vegetierende Ellie zurück an die Tür, will rein, ist asozial und wir kriegen Tanz der Teufel. Nur im Apartmenthaus. Es beginnt ein kleiner Abzählreim. Verschiedene Nachbarn werden hier noch mit grob schnetzelig abgeschlachtet. Und das Ganze ist dann nach, ja, den, wie viele Minuten waren es? 97? Auch irgendwie so weit vorbei. Genau, 97 Minuten hatte ich geschrieben. Ja, das ist tatsächlich die Rahmenhandlung. Gut, die ist ja nicht so kompliziert. Wir haben es ja hier, wenn ich jetzt den 2013er oder das Original aus den 80ern herannehme, dann ist die Handlung ja ähnlich strikt schlicht gehalten. Und diese schlichte Handlung mag ich ja grundsätzlich. Jetzt kommen wir mal zur Einordnung. Wie hat denn der Onkel das Ganze gefunden? Überschätzt. Das ist so mein Wort. Also, es hat grundsätzlich alles gepasst. Die Schauspieler waren gut gewählt. Die Schauspielerin, die Ellie verkörpert, Ellie wird gespielt von, wie heißt sie nochmal? Ah ja, Alicia Sutherland aus Australien, natürlich auch ein Model. Die ist halt mal 1,80 Meter groß, ultimativ grazil und hager, gerade von den Gesichtszügen her, so ein bisschen langgezogen, dass sie auch grundsätzlich schon je nach Schminke dämonisch wirkt. Und auch ihre Augen haben so was ganz Spezielles. Gut, nachher kriegt sie Kontaktlinsen, dann sind sie noch viel spezieller. Aber ja, richtig stark. Die Kinder haben mich mal nicht genervt. Weil es drei Kinder sind in verschiedenen Altersgruppen, ist mindestens mal eins in einem Alter, was mich normalerweise abturnt und nerven würde. Und gerade in einem so krassen FSK 18 Horrorfilm ist es mit Kindern immer ein bisschen schwieriger, weil ich mich da auch frage, oh, wie fühle ich mich jetzt? Also ja, das macht die Fallhöhe, wenn da irgendwas passiert, noch viel krasser, weil das Kind involviert. Es ist immer, wenn du das so betrachtest, mit Kind ist immer alles irgendwie schlimmer. Und ja. Die hat mich auch nicht gestört, die Jüngste. Fand ich sehr angenehm. Die Ältere, also die Tochter, Bridget, die Ältere, die ist auch, ja, verträglich. Die ganzen Nebencharaktere haben nicht genug Zeit, um jetzt Entwicklungen zu bekommen. Und das ist auch gar nicht nötig. Der Fokus liegt ja auch nicht auf ihnen. Es sind eben einfach die Nachbarn. Es zeigt, dass das nicht ganz verlassen ist, das Gebäude. Es gibt ja vor allem halt hier das Stockwerk, aus dem sie nicht raus können. Ja, das muss man auch sagen. Also der ganze Film bringt eine sehr schöne Grundidee mit, nämlich nicht mehr Abgeschiedenheit im Wald und wo dich keiner auch irgendwie schreien hört, weil keiner da ist, sondern
Diesmal sind wir in der Stadt. Wir sind in LA persönlich, also einer der Städte der USA sowieso. Und du hast ein großes Gebäude. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, machst hier aber, finde ich, schon leider einen Fehler. Ich habe mir den Film einfach vollkommen anders vorgestellt, als ich gehört habe, Evil Dead in der Stadt, in einem Hochhaus. Da bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier eigentlich dasselbe Szenario präsentiert bekommen, nämlich es gibt ein Erdbeben, deswegen wird überhaupt mal das Buch gefunden. Soweit habe ich damit kein Problem, das ist völlig nachvollziehbar. Ja, das war früher meine Bank, war jetzt Apartmenthaus, da fängt es an schon ein bisschen zu bröckeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei der Wohnungsknappheit in Los Angeles, dass jetzt halt irgendwie das genauso abläuft. Das würde auch in Berlin unglaubwürdig wirken, ne? Dass du da halt in diesem alten Bankgebäude ein Apartmenthaus hast, dass da dann aber trotzdem irgendwie noch Leute leben. Also ich stelle mir das eher vor wie, weiß ich nicht, das Wunder in der 8. Straße. Wisst ihr, so diese 80er-Jahre-Hochhaussituation ist auch heute eher zutreffend, nach meinem Dafürhalten jedenfalls. Dass das alles so groß weitläufig ist, dass sie sich eine Wohnung leisten kann mit drei Kindern, von einer Größe, die meine Wohnung nicht mal hat in Deutschland. Ah, nee, nicht bei dem Job, dass sie, also was für eine Hochkarriere. Es wird nicht etabliert, dass sie so eine hochbezahlte Tätowiererin oder was in der Richtung ist oder Künstlerin, dass sie sich das leisten könne. Ja, ihr Mann hat sie verlassen, vielleicht ist es auch deswegen, aber nein, sie müssen ja grundsätzlich das ganze Ding irgendwie räumen. Also das passt irgendwie für mich grundsätzlich nicht. Das ärgert mich schon mal sehr. Das nächste ist, dass ja, Danny natürlich Schallplatten findet. So, und dann wäre der ganze Film eigentlich schon rum, wenn er nicht zufällig, ach, wie passend ist das, DJ wäre. Das finde ich unglaublich lahm. Was wäre denn jetzt gewesen, der findet da halt eine Musikkassette oder ein Tonband und er kann es nicht laufen lassen. Ich möchte gar nicht erst hier jetzt aufkommen lassen. Einige von euch kommen jetzt wahrscheinlich auf die Idee, ja, das ist wieder so ein früher ist alles besser Typ und du willst ja nur nicht, dass sich da was verändert. Ist falsch. Wisst ihr, warum das halt im ersten Film so unglaublich gut ist und auch in dem zweiten Film so unglaublich authentisch wirkt? Die finden ein komplettes Aufnahmegerät mit eingelegten Tonbändern. Sie müssen nur auf Play drücken. Und das ist hier nicht der Fall. Du findest hier eine Komponente und damit die Handlung des Films überhaupt passieren kann, bist du abhängig davon, dass ein Charakter jetzt zufällig ein kompatibles Abspielgerät hat. Das ist unglaublich runterziehend. Also das hat mich gleich abgehangen. Das muss ich euch echt sagen. Ja, oh nee, da hängt mir zu viel von dieser Zufälligkeit und dieser passenden Fakt ab. Mag ich gar nicht. Gut, genug drauf rumgeritten. Weiter geht's halt. Ist jetzt halt so, das sehen wir. Die gesamte Inszenierung ist ultimativ blutig. Ja, hier gibt es ja kein deutsches Wort für. Also die Dämonen, die Deadites, die hier auftauchen im Ganzen, die sind sehr, sehr, sehr viel menschlicher belassen. Von der Schminke her sind sie ja halt überhaupt nicht mit denen zu vergleichen, die wir früher hatten. Das finde ich mal was erfrischend und anderes. Das hat auch was Dämonischeres, gerade wenn man halt einfach den Hauptcharakter, die Mutter Ellie, nimmt. Wenn ich mir den Trailer ansehe, muss ich sagen, ich habe einen völlig anderen Film erwartet. Auch hier wieder, ja, du darfst ja nicht vom Trailer ausgehen. Doch, 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 darf ich. Als Zuschauer, wenn ich einen Trailer serviert bekomme, dann erwarte ich, was ich im Trailer sehe. Dass die mich ins Kino locken wollen oder vor den Streaming-Fernseher, ist ja natürlich in der Natur der Sache. Aber erinnert euch doch mal bitte an richtige Trailer für, weiß ich nicht, die unendliche Geschichte, The Rock fällt der Entscheidung oder irgendeinen Fast and the Furious vor dem 5. Ja? Da haben die Trailer uns exakt gezeigt, worum es grundsätzlich geht, ohne zu viel zu verraten, und auch die besten Szenen waren nicht drin. Dass Trailer heutzutage Dreck produziert werden, ja, also wie Dreck, wirklich einfach nur zusammengeschnitten hier, aha, Clickbait, nur für die Augen, das ist halt einfach ein Problem. Der Trailer hier hat ja sogar eine gewisse Qualität, also der ist ja nicht schlecht, und er schafft aber leider, mir ein völlig anderes Bild zu vermitteln. Ich bekomme auch hier nicht, was ich im Film sehe. Es geht gar nicht hauptsächlich um diesen Horror mit der Mutter. Erstens, das Erzähltempo der 97 Minuten fühlt sich einfach nach gefühlten 2,5 Stunden an. Und es verliert. Es ist ein unglaublich langatmiges und langsames Erzähltempo. Es passiert zwar schon immer was, aber das ist nicht mal wirklich relevant oder so, dass die da jetzt halt 5 Minuten lang Pizza holen müssen oder irgendwie dann stundenlang. Die Szenen werden so künstlich gestreckt, weil alles so langsam passiert. Dafür habe ich einfach wenig Verständnis. Da hätte es gerafft gehört. Also die Länge des Films gibt es ja her. Also dann mach halt mehr in dem Ganzen. Aber lass die Leute nicht so im eigenen Haus in dieser Geschwindigkeit durch die Gegend laufen, wenn sie halt irgendwie keinen Grund dafür haben.
Auch was mir überhaupt nicht gefallen hat, ich komme gleich auf die Sachen, die ich gut fand, keine Sorge jetzt, ja, waren halt, warum? Diese, das ist auch so eine Krankheit, das ist kein Stilmittel mehr, es ist einfach nur schlecht, wenn du eine Szene von einem Film präsentierst und dann kommt, ach übrigens, 2 Wochen vorher, einen Tag vorher, was ganz anderes. Na? Was soll das denn sein? Warum kann denn der Film nicht anfangen mit seiner ersten Szene, die für dich relevant ist, dann am Ende kommt, was dann am nächsten Tag passiert. Ja, das ist wegen der Dramaturgie. Soll ich euch was sagen? Dann ist es von der Geschichte her einfach schlecht geschrieben. Das ist ganz einfach. Man wollte hier natürlich mit dieser Kurzgeschichte am See, am Anfang mit diesen 3 Freunden, wollte man schon direkt mal irgendwie so eine kleine Vorgeschichte inszenieren. Soll ich euch mal sagen, das hat nur bei Indiana Jones funktioniert. Ohne Witz. Das ist das einzige Mal in einem Film, beziehungsweise einer Trilogie, wo du ehrlich sowas hast. Das geht sogar noch für den Indiana Jones 4. Ja, und das ist ja auch nur so ein durchgedrehter Fanfilm, der heute ein bisschen besser ist. Wen da meine Meinung interessiert, ich verlinke euch mal unten, was ich zu Indiana Jones bisher gemacht habe an Videos. Und hier ist das eben auch, also will ich nicht in dieser Form. Hätte ich mir anders vorstellen wollen. Es tauchen dann halt einige Sachen auf, das sind dann die üblichen Referenzen und hier finde ich das ein bisschen bizarr, denn Ash Williams ist ja Träger der roten Kettensäge, das ist ja wie der 5. Dan im Karate oder Träger des grünen Gürtels im Jujutsu, ich weiß es nicht. Und die Kettensäge, die in dem Film vorkommt, es muss in einem amerikanischen Hochhaus in L.A. natürlich eine Kettensäge geben, genauso wie eine doppelläufige Schrotflinte vorhanden sein muss. Die hat natürlich einen Nachbar. Das ist aber in den USA ja nicht verwunderlich. Warum es aber so eine altbackene doppelläufige ist und nicht irgendeine Pumpgun, das kann ich euch echt nicht erklären, außer mit Referenz an die Reihe. Na, dass halt Beth ein dunkelblaues Kleid trägt, ist vielleicht, dass sie so die ashigste Person in dem ganzen Film sein soll. Ich weiß es nicht. Wir hören ja Bruce Campbell stimmlich zumindest einmal kurz. In einer Szene hat er auch die Geräusche beigesteuert. Und ja, weiß ich nicht, hätte ich es gar nicht gebraucht. Das sind alles Sachen, die verstehe ich nicht, warum sie sein mussten. Die Grundhandlung hat mich interessiert und die hätte ich gerne gesehen. Sie ist aber einfach slashermäßig produziert. Viele andere haben eine sehr positive Meinung über den Film und das bringt mich zu dem, was ich auch im Titel jetzt geschrieben habe, beziehungsweise im Thumbnail, überschätzt. Der Film ist zu keinem Zeitpunkt für mich gruselig. Nicht, dass ich weiß, was passiert, das ist mir klar, wenn ich auch schon das zweite Mal einen Tanz-der-Teufel-Film sehe oder sowas. Aber ich habe dasselbe Problem auch beim 2013er gehabt. Das ist genau wie auch bei der Neuauflage von Freitag der 13. von 2000, war das 9 oder 10? 10, 9 war, glaube ich, Nightmare. Ja, also wir haben ja alles möglich irgendwie durch. Und die Filme heute sind alle einfach ultra, also sie sind brutal, aber immer noch nicht so wie der erste Hellraiser und auf der anderen Seite nicht mehr gruselig. Das ist dann so mein Problem mit dem Ganzen. Mir reicht nicht einfach nur eine Gewalt hier geboten zu bekommen. Dieser ganze, was die Dämonen ja bisher, wie sie etabliert worden sind, halt tun in den ganzen Filmen vorher, ist, dass sie halt wirklich psychologisch Terror ausüben. Dass sie immer wieder so tun, als wären sie halt noch zu retten und als, ah nee, es ist jetzt alles wieder in Ordnung, nur um dich dann doch mal reinzureiten. Das passiert in dem Film ja auch, aber ohne, dass es wirklich einen Effekt hat. Gerade mit den Kindern und der Mutter, das habe ich mir vorgestellt. Ich wollte das. Ich habe mich gefreut auf Tanz der Teufel in der Stadt, in einem Hochhaus und mit einer Mutter, die jetzt halt ihre eigene Familie hier richtig terrorisiert und warum auch immer man keine Hilfe holen kann, es wird mir bestimmt erklärt. Auch hier. Das Szenario gibt das her. Ich möchte jetzt mal die Brücke schlagen. Das war jetzt der letzte Punkt, der mich wirklich ein bisschen enttäuschte. Zu den Sachen, die ich gut fand. Gut gefunden habe ich halt die Idee, das jetzt mal in ein völlig anderes Szenario zu transportieren, nämlich in die Stadt. Gut gefunden habe ich auch, dass die Schauspieler wirklich eine gute Leistung abgeliefert haben, egal wie alt die waren. Auch schön,
dass dieser Film hier eine neue Richtung einschlägt. Der gibt damit im Ganzen eine gewisse Tiefe. Die Lizenzreihe hat jetzt halt nicht immer nur diese horror-komödiantischen Effekte, die halt ab dem Zweier, wenn wir jetzt halt auch noch dann das Weitere beleuchten, sondern eben eine Ernsthaftigkeit, wie sie auch der 2013er in dem Sinne schon vorgelegt hat. Du hast hier keinen Augenzwinkern oder kein Überspielen, Übertreiben. Und das steht auch diesem Film gut. Auch gut gefunden habe ich tatsächlich, dass eben jetzt hier mal völlig andere Charaktere auftauchen, dass du eben nicht wieder so eine Art Neuverfilmungs- wie auch immer hast. Das ist die beste Form von einer, ja, das ist ja nicht mal Fortsetzung, sondern spielt im selben Universum. Gefällt mir gut, kann man gerne von mehr machen, das wäre sehr interessant. Du könntest jetzt halt die Dämonen woanders auftauchen lassen, das Necronomicon kann in hunderten von Jahren, du könntest eine Star Trek-Folge draus machen, wenn du lustig bist, oder einen Film, genauso wie eben einfach nur ein, zwei Jahre später, vorher, früher, egal, jetzt seid und dann überall. Und wenn es auf einem Schiff wäre, es wäre noch interessant. Ja, Tanz der Teufel auf dem Kreuzfahrtschiff. Was würde ich das sehen wollen? Wenn es euch genauso geht, schreibt mir das doch in die Kommentare. Ne? Also das sind ja Sachen, die sind vom Szenario her wirklich sehr interessant. Und auch dann, dass es halt ja mal ein paar Anspielungen gibt. Ne? Also dass jetzt wirklich die Sachen so alle auftauchen. Ich bin da gespalten. Ich habe es vorhin als Negativpunkt aufgeführt. Jetzt führe ich es mal bei den Positiven auf. Es ist beides. Es ist je nachdem, wie du es betrachtest. Und ich bin da ein wenig ambivalent momentan. Das eine finde ich dann wieder gut und dann wurde es irgendwann zu viel. Dann fand ich es nicht mehr so, ja, falls ihr mir da folgen könnt. Dass es auch eine neue Interpretation optisch vom Buch der Toten gab. Das ist einfach nur hier meine Version, die ich mir mal selber irgendwann gemacht habe. Wenn euch die interessiert, abonniert den Kanal. Ich kann da mal ein Video drüber machen. Das ist nämlich einfach nur Isomatte, Latex und ein bisschen was von einem, glaube ich, Notizblock, den ich mal drum gemacht hatte. Und das hat mir auch so mal gefallen, dass man halt einfach, dass das Buch der Toten sah in jedem Film auch ein wenig anders aus. Und es hatte immer so eine hier von Tom Sullivan gestaltete Grundform. Wo habe ich es denn? Ha. Ja, das ist ja so die Form ab dem zweiten. Mit auch dem ganz wichtig, dem Ohr hinten drauf und mit seinen Zeichnungen. Wir haben auch von dem Buch hier verschiedene Darstellungen gesehen. Das waren völlig andere als hier in diesem ersten Buch. Auch das, ja, warum nicht? Dann ist es, wer sagt denn, es wird vor allem halt mal in dem Film ja gesagt, es gibt drei Bücher. Das passt auch so zur Armee der Finsternis, wo es aber dreimal dieselben von der Optik her waren. Und eins ist halt das echte, zwei sind halt die falschen. Ja, warum denn nicht? Ist ja auch ähnlich wie in anderen Filmen, wenn ich hier an die Neuen Pforten denke, wo ja auch der Teufel persönlich halt mitgeschrieben hat an einem gewissen Buch, nämlich die Neuen Pforten, und da gibt es halt nur noch drei Kopien von, und wenn man aus den dreien zusammen eins macht, dann hat man das Richtige von den Darstellungen her und findet dann halt eben den richtigen Weg, um dann dahin zu gelangen. Ja, warum denn nicht? Also hätte alles so schön sein können. Bevor ich zum Fazit komme, wie hätte ich mir das Ganze jetzt gewünscht? Ich hätte genau das sehen wollen. Es geht dieses Hochhaus-Szenario, es tauchen mehr Menschen auf, die dann, also es soll ja nicht in so einen Zombie-Film ausarten, aber dass es halt über so ein Stockwerk hinausgeht, dass halt hier dann halt mehrere und so weiter Dämonen auftauchen, das wäre dem Stadtszenario ein bisschen mehr gerechter gewesen. Vielleicht aber nicht unbedingt nötig. Man hätte das auch in dem Umfang tatsächlich so belassen können. Man hat nur halt diese Unglaubwürdigkeit dieser Riesenwohnung. Ja, und das ist zufällig rund. Das ist die Erklärung. Ja, ist halt runtergekommen. Ja, wird ja eh bald geschlossen. Das ist einfach spillig. Das ist schäbig. Das kannst du so nicht bringen. Dann lass sie doch in einem normalen 70 Quadratmeter oder sowas. Weißt du, hier, die sind eh in einer prekären Situation. Pack sie doch in ein realistisches Szenario. Und nicht in ein hier, ach, wir wohnen hier in so einem Angel-Jäger der Finsternis, Hyperion-Hotel und müssen keine Miete zahlen, weil wir mal in einer anderen Folge zufällig einen Millionär irgendwie, der Dungeons and Dragons spielt, aus einem Dämonenpuff irgendwie Szenario befreit haben, finanziell. Und deswegen haben wir das jetzt halt. Selbst Joss Whedon tut sich schwer, so etwas so zu rechtfertigen. Und Angel ist eine Serie mit Augenzwinkern. Dieser Film nicht. Ja, das wären dann halt einfach so Dinge, die ich dann halt rudimentär geändert hätte. Und mehr Mutter, mehr psychologischer Horror, den es gab, fand ich nicht Horror genug. Es gab, ich brauche diese ganzen Geschichten wie Jumpscares nicht. Bitte, ich mag die nicht. Das ist billig.
Das ist einfach nur mies billig. Vor allem, wenn es immer diese falschen sind, ne? Wo dann halt Leute einfach, also wie es in der Realität nie passiert, ja? Halt handeln, um dann andere so pseudo zu erschrecken. Es ist doof. Dass das hier nicht vorkommt, ist also super. Dass der ganze Film, dass die Filme damit grundsätzlich auskommen, ohne sowas, finde ich gut. Aber es war halt einfach niemals Horror. Es war halt irgendwie, hier wird geslasht und dann wird es richtig übel. Und es ist, ich hätte mir hier mehr dann in diese Body-Horror-Richtung, wenn sie schon die Dämonen halt irgendwie jetzt vom Gesichtszügen her, und hier nochmal absolutes Kompliment an Alicia Sutherland. Ja, davon gerne mehr, von ihrer Mimik und Gestik. Ja, das wäre toll gewesen. Dass die da halt irgendwie sich so ein bisschen verdreht, das, oder ein bisschen mehr, das ist schon super, vor allem bei eben ihrer Größe, dass man diese langen Gliedmaßen sieht. Das ist ähnlich wie in dem Film Legion mit zum Beispiel Paul Bettany. Und sowas wie der gruselige Eismann, das hätte ich mir mehr gewünscht. Das fand ich gruseliger. Ich fand Legion, der gar nicht als ausschließlicher solcher gesehener Horrorfilm gilt, jetzt in dieser harten Variante, wie jetzt halt so ein Tanz der Teufel mit dem Ultra 20.000 Litern Blut. Das ist schade. Das ist das, wie gesagt, ich reihe diesen Film damit ein in diese neueren Horrorfilme, die halt für mich alle nicht mehr gruselig sind. Die sind halt einfach hart, die sind brutal, aber sie lösen in mir nicht dieses beklemmende Angstgefühl aus, wie das beispielsweise Insidious gerne tut oder wie das auch die Conjuring-Reihe, gerade beim zweiten, da gab es Momente, in denen ich mich sehr erschrocken habe. Und ja, der hat mit Jumpscares gearbeitet, ja, es waren aber gut aufgebaute. Also Conjuring 2 ist so von der Art, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ich da so ticke. Einer von den Filmen, da habe ich einfach Angst, mir den nochmal anzugucken, egal ob alleine oder zu zweit, egal wie viele Plüschtiere ich um mich habe. Sie können mir alle nicht helfen. Hier habe ich das halt einfach nicht, den kann ich mir angucken und ja, okay, noch mehr Blut, ach schon wieder Gewalt, ja. Aber es zieht mich nicht ganz so mit rein, wie ich es mir erhofft habe. Jetzt bin ich halt schon hier in meinem Fazit angekommen, nachdem ich gesagt hatte, Veränderungen, mehr Mutter, mehr Psycho-Horror, glaubwürdigeres Szenario, gerne aber so belassen. Sehr gut gefunden habe ich das grundsätzliche Szenario, dass man halt hier in der Stadt die Leute durch dieses Erdbeben, kommt erst das Buch auf, es brechen die Telefonleitungen zusammen, alle möglichen Leute wählen ja den Notruf, deswegen gehen die Handys nicht mehr. Das ist sehr schön, dass hier auch das Treppenhaus eingestürzt ist und auch der Aufzug, der sich hier verhält, wie im Prinzip der Wald, was jetzt den ersten Film angeht, beziehungsweise den zweiten, und gleichzeitig aber auch wie die Schaukel, die erstmal gegen das Haus poltert, bis jetzt halt der Schlüssel von Billig Han Solo hier gefunden wird im ersten Film und jemand hier aufhört. Ja, dass halt auch die Wohnungstür von außen durch den Türspion und so, dass die fungiert, auch mit dem kleinen Kettchen davor. Und dann nachher versuchen sie auch noch die zuzumachen mit größeren Ketten, dass das fungiert wie die Bodenluke in den ersten Tanz der Teufel-Filmen. So, das ist einfach eine abstrakt nette Referenz, dass man das jetzt halt einfach von horizontal auf vertikal gebracht hat, aber es hat denselben Effekt. Es ist wirklich schön inszeniert und brillant. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das war subtil auf einer Ebene, die ich dann verstanden habe, so als eben, hey, subtil, geil, und vielleicht interpretiere ich hier auch einfach zu viel rein. Das kann ja auch wieder passiert sein, dass ich hier einfach mehr drin sehe, als nachher wirklich intendiert war. Und hey, an sich cool. Ja, aber unterm Strich, ich habe mich sogar teilweise in dem Film gelangweilt. Und das wiederum ist kein gutes Zeichen. Nicht in einem Film aus der Reihe, der in Deutscher Tanz der Teufel heißt. Das finde ich schade. Der Stil ist sicherlich der auch schon im 2013er angeschlagen wird. Zudem werde ich auch ein eigenes Video machen. Das verlinke ich euch dann unten, wenn das passiert ist. Und wer also den 2013er Tanz der Teufel, der, glaube ich, auch in Deutsch nur Evil Dead heißt, der wird auch sich mit diesem hier sicherlich gut unterhalten fühlen. Ich persönlich gar nicht. Also, nee, ich vergebe ja gar keine Punkte, aber das ist einer von den Filmen, die schaue ich mir nicht nochmal an. Und ich habe immer noch nicht, vielleicht kann mir das jemand von euch erklären, warum die Kettensäge Texas Chainsaw Massacre gelb sein muss und nicht Ash Williams rot. Das sind ja ganz klare Ralfarben, das wissen wir ja alle. Naja, ich glaube, ich gucke jetzt den 2013er, damit ich ein Video drüber machen kann.